mal kurz Story noch erzählen. Ich muss euch mal kurz Storytime erzählen, passt auf. Heute Morgen, kleine Storytime, Bonus Edition. Ich liege im Bett. So. Auf einmal klingelt. Ich so. Hä? Ich gehe also runter, gehe an die Tür. Ich so, hä, wieso klingelt? Paket ist da. Ich so, hä, was denn jetzt schon wieder? Hab ich wieder einen neuen Rucksack bekommen oder was? Krieg ich wieder einen neuen Rucksack, Jogginghose? Der sagt, nee, hier Paket. Ich will nehmen. Der sagt, 25 Euro. Hä? Ich so, was? Wie 25 Euro, hä? Was? Ich bin gerade aufgestanden, ich check gar nichts. Der so, 25 Euro. Ich so, was für 25 Euro, hä? Schau ich so, aufs Paket steht meine Adresse drauf. Ich so, hä? Wie 25 Euro? Hä? Was habe ich bestellt? Habe ich irgendwie den exotischen Fisch aus Westchina bestellt oder was? Hä? Der so, Gebühr, 25 Euro. Kann fast kein Deutsch, ne? Ich so, hä? Was Gebühr? Was Gebühr? Der so, Gebühr 25. Ich stehe dran, ich so, okay, ich muss jetzt brainstormen. Was habe ich bestellt? Mir fällt nicht ein. Ich so, keine Ahnung, was habe ich bestellt? Ich also stehe an Tür. Postbote sauer. Es sind 2-3 Minuten vergangen. Postbote muss ja weiter, der hat Stress, Weihnachtsstress, ne? Ich stehe dran, ich sag zu ihm, ich weiß nicht, was ich bestellt habe. Ich sag das zu ihm, ne? Er so. Dann nehme ich mit, ich schick zurück, dann können wir Ende machen. Ich so, aber da steht doch meine Adresse drauf. Das ist doch jetzt mein Paket, oder? Der guckt mich so an, ne? So wütend, der war wütend. So guckt er mich an. Ich so, Mist, ich baue hier. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Zahle ich das Geld und finde raus, was im Paket ist? Oder zahle ich nicht? Was hättet ihr gemacht? Plus in Chat 25 Euro zahlen, rausfinden, was drin ist. Minus in Chat zurückgeben, weg damit. Was hättet ihr gemacht? Ich stehe dran. Ich bin halt gerade aufgestanden. Ich stelle ihm die dümmsten Fragen der Welt, ne? Ich so. Ich gucke das Paket so an. Kann ich das kurz aufmachen und wenn es mir nicht gefällt, nimmst du es wieder mit? Wahrscheinlich kann ich vor ihm das Paket kurz aufmachen, einmal reinschauen und sagen, ah ja, das will ich haben, ich behalte es oder nö, gefällt mir nicht, hier nimm wieder mit. Er so, du musst dir jetzt entscheiden, ich habe einen scheiß Tag, ich bin in Stress, ich muss ihn los. Entscheide. Bin richtig böse. Ich so, ich tu's, nimm 25 Euro. Ich zieh raus, ich gebe ihm 25 Euro, ne? Ich gebe ihm 25 Euro. Dann habe ich so dieses Paket in der Hand, ne? Habe ich also jetzt mein Paket in der Hand. Das war nur so ein ganz kleines Babypaket, nur so ein ganz kleines, so ein dünnes. Da war halt Stoff irgendwas drin, ne? Was Weiches. Ich so, für was habe ich gerade 25 Euro ausgegeben? Hä? Seit wann muss ich bezahlen, wenn ich was bestelle? Hä? Passt auf. Ich mach auf, passt auf. Passt auf, ich mach auf. Pass auf. Ich mach auf. Ich zieh raus. So. Das erste, was oben drauf lag. Ich so, okay, ich wurde abgezogen. Ich mach auf. Okay, ich wurde abgezogen. Der hat gerade einfach, das waren Fake-Postbote, 25 Euro sind weg. Ich guck das an, ich so, ein McDonald's. Ich wurde abgezogen. Ich wurde abgezogen. Hä? Was ist das, McDonald's-Tüte? Ich stehe dran, ich so, okay. Well played, Bruder, hast du gut gemacht? Die 25 Euro gönne ich dir. Well played, well played. Mach ich weiter. Ich guck, ich sehe so. Hä? T-Shirt. Ich so, hä? Will McDonald's mich einstellen? Ist das irgendwie von McDonald's Produktplatzierung? Wollen die, dass ich bei denen arbeite? Hä? Ich guck so. Guck drauf, ne? Ich hab's doch gar nicht aufgemacht. Ich guck so drauf. Mir fällt ein. Digga. Ich hab vor zwei Monaten von Travis Scott, der hatte eine McDonald's-Kooperation, hab ich mir ein T-Shirt bestellt und ein Hoodie anscheinend. Mitten in der Nacht im Halbschlaf. Travis Scott. Keine Ahnung. Hab ich mir ein T-Shirt bestellt irgendwie. Anscheinend. Weiß ich auch nichts. Weiß ich nichts mehr von. Ne? Ich so, okay, hab ich mir von Travis Scott was bestellt. Das Ding ist, das kommt aus Amerika. Und weil das aus Amerika kommt, zusätzlich muss ich Importzoll zahlen
10 Euro Importzoll und dann steht da irgendwas mit Broski-Boski-Gebühren, was weiß ich. Ich so, was ist das, ne? Ich weiß nicht, was es ist. Ich google das. Steht dran. Ja, UPS, das sind die Gebühren von UPS selber. Die können die so hoch machen, wie die wollen. Ich habe 25 Euro gezahlt, damit ich dieses T-Shirt annehmen darf. Digga, das ist... Bruder, ey, sorry, aber das T-Shirt hat 50 Dollar gekostet. Und jetzt habe ich nochmal 25 Euro gezahlt. Das ist doch ein Witz für ein T-Shirt. 25 Euro, dass ich es annehmen darf. Und eine McDonald's-Tüte. Och. Ich hab keine Ahnung. Super, jetzt habe ich ein T-Shirt und da unten steht irgendwie McDonald's drauf. Super, klasse. Geil. Wow, was steht da? Geil. Super. Hat sich gelohnt. 25 Euro. Und ich war im Halbschlaf. Ich habe nichts geballert. Ich habe mich einfach wieder ins Bett gelegt und weitergeschlafen. Und beim Einschlafen dachte ich mir nur so, irgendwie tut mir der Postbote leid. Der hat einen richtig schlechten Tag. Der hat gesagt, ich habe scheiß Tag, ich habe Kacktag. Und dann kommt so ein Dulli wie ich. Ich stand da in Schlafanzug so. Wirklich so. Ich habe einfach schnell irgendeine Jogginghose angezogen. Die Jogginghose von gestern habe ich angezogen. Diese gelbe Jogginghose. Ich stand dran wie Müllabfuhrmitarbeiter, ne? Jogginghose, irgendein ausgeleiertes T-Shirt, Augenringe, Haare fettig. Ich habe den seit Tag so versaut. Aber Bruder, du hast 25 Euro von mir abgezockt. Was soll ich denn machen? So lost, ey. So lost, Chad, ne? So lost, Alter. I told the witch doctor.